Moin 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 liebe Leute, mein Name ist Entenburg und heute gibt es einen ersten Eindruck zu Path of Exile. Der Free-to-Play-Titel aus dem Hause Grinding Gear Games gehört zu den Diablo-ähnlichen Hack-and-Slay- bzw. Action-RPG-Spielen und ist bereits seit 2013 auf dem Markt. So viel zu den Background-Infos. Ich schmeiße mich also ins Spiel und werde zunächst erwartungsgemäß dazu genötigt, mich für eine Klasse zu entscheiden. In einer monumentalen Halle, in der sechs Halodris von bierernsten Wachen flankiert werden und Cäsar über uns allen thront, darf ich meine Wahl treffen. Zur Verfügung stehen die Hexe, der Duellant, die Waldläuferin, der Marodeur, der Schatten und schließlich der Templer. Bevor ihr euch aber die Haare rauft, weil ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr lieber Feuerbälle werfen oder Äxte schwingen wollt, es spielt eigentlich gar keine so große Rolle, für welche Klasse ihr euch entscheidet. Der Grund dafür ist das Skillsystem des Spiels. Ich bekomme meine Fähigkeiten nämlich nicht einfach automatisch beim Level-Up zugewiesen oder von einem zweifelhaften Lehrer beigebracht, der den ganzen Tag an derselben Stelle im Dorf rumsteht, während an mir die Ork-Eingeweide kleben. Stattdessen bestimme ich selbst darüber, welche Fähigkeiten ich nutzen möchte, indem ich bestimmte Juwelen in meine Rüstungsteile einsetze. Dabei kann ich auch als Berserker Juwelen verwenden, die man zum Beispiel eigentlich eher der Hexe zuordnen würde, sodass ich zum muskelbepackten Blitzeschleuderer oder zum agilen Duellanten mit Nekromantie-Fähigkeiten avancieren kann. Dadurch wird extrem viel Variation und Bastelei möglich. Diese Skill-Juwelen leveln übrigens auch mit mir mit und verursachen so mit der Zeit mehr Schaden, haben weniger Mana-Kosten oder andere schöne Annehmlichkeiten zu bieten. Und dann gibt es noch den lächerlich großen passiven Skillbaum, der aussieht wie ein eigenes kleines Universum und mich mit seinen Optionen massiv überfordert. Hier ist leider die Gefahr groß, den Charakter in eine ungünstige Richtung zu verskillen, und an ausreichend Korrekturpunkte kommt man so schnell erstmal nicht ran. Wie aus den Diablo-esken Spielen bekannt, geht es auch in Path of Exile vor allem um Loot, Loot, überfülltes Inventar und ganz besonders um Loot. Dafür müssen natürlich etliche Monster ihr unwertes Leben lassen. Diese gibt es typischerweise in unterschiedlichen Stärkevarianten, erkennbar an der Farbe ihres Namens. Immer wieder treffe ich also auf meiner Reise auf legendäre Mobs wie Hillock, den ich dank meiner überragenden Fähigkeiten mit ein paar Feuerbällen durch die Gegend scheuche und dabei feige davonlaufe. Zwei mächtige Feuerbälle in die falsche Richtung sollen Hillock verdeutlichen, dass mit mir nicht zu spaßen ist, bis ich ihn schließlich gnadenlos finische und der begehrte Loot aus ihm heraus explodiert. Immer ein gutes Gefühl. Die Monstervielfalt in Path of Exile kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt Geisterpiraten, Totenbeschwörer, Halunken, die Debuffs auf mich wirken und komische Tentakelwesen. Doch nicht nur aus designtechnischer Perspektive sind die Monster gelungen, vor allem auch in Sachen Mechanics halten die vielen Bosse und Rare Mobs einige Überraschungen bereit. Nehmen wir meinen Kumpel Brutus hier. Er besitzt zunächst die Unverfrorenheit, aus dem Nichts Pfeilfallen unter meinem Allerwertesten spawnen zu lassen. Anschließend beschwört er zeitgleich eine Druckwelle aus spitzen Felsen und schwingt eine Art Henkersbeil in meine Richtung, bevor er es dann für eine grandiose Idee hält, Skelettkrieger samt ihrer Käfige aus dem Himmel regnen zu lassen. Natürlich habe ich Brutus zu verstehen gegeben, dass das so nicht geht, aber es verdeutlicht dennoch, mit wie viel Kreativität und Abwechslung die Monster designt wurden, die ich auf meiner Massenmordmission um die Ecke bringe. Dank des variablen Skillsystems kann ich meinerseits zudem mit allerlei Fähigkeiten auf die Untaten der modernden Bestien reagieren. So lasse ich Feuerregen auf die Gegner herniederprasseln, springe auf meine Feinde wie Mario auf Schildkröten, beschwöre mächtige Blitzzauber oder schütze mich mit Feuerschilden vor den Angriffen der Taugenichtse. Das fühlt sich dank gutem visuellen Feedback überaus befriedigend und mächtig an, allerdings macht es manchmal auch durchaus Spaß, den Fieslingen ansatzlos eine blanke Faust zu verpassen. Natürlich versprühen das viele Bestienblut und die verschlammten Höhlen jetzt nicht gerade Douglas-Aromen, sodass die Möwen bei meinem Vorbeilaufen entsetzt das Weite suchen. Zum Glück bietet die Welt von Path of Exile aber genug Platz für alle, denn die unterschiedlichen und mitunter nicht gerade kleinen Kartenabschnitte überzeugen architektonisch und stilistisch auf ganzer Linie und müssen keinen Vergleich zum Branchenprimus scheuen. Auch die als Hub fungierenden Lager verströmen eine zum jeweiligen Weltteil passende Atmosphäre und beherbergen allerlei Händler, Questgeber und natürlich andere Spieler, mit denen ich von hier aus Gruppen für gemeinsame Abenteuer bilden kann. Ebenso finde ich dort einen Wegpunkt, der mich zu allen bereits gefundenen Wegpunkten in der Welt teleportieren lässt. Insgesamt kommt Path of Exile auf grafischer Ebene erfreulich düster und erwachsen daher. Ich für meinen Teil war immer ein großer Fan vom ebenso sehr dreckigen und fast schon bedrückenden Diablo 2. Der dritte Teil war dann doch ein wenig bunter und polierter und hat mir dadurch atmosphärisch weniger gut gefallen als sein Vorgänger.
Path of Exile erinnert mich deutlich mehr an Diablo 2 als an den dritten Teil, was zumindest für meinen persönlichen Geschmack einen absoluten Pluspunkt darstellt. In Sachen User Interface und Komfortfunktion hat man einige sehr sinnvolle Entscheidungen getroffen. Schön gelöst ist zum Beispiel, dass ich keine 82 Heil- und Mana-Tränke mit mir rumschleppen muss, stattdessen habe ich nur 5 Flaschen gleichzeitig dabei, die mein Leben und mein Mana auffüllen oder mir unter anderem sogar mehr Bewegungsgeschwindigkeit ermöglichen. Diese Flaschen füllen sich netterweise durch Monsterkloppen automatisch wieder auf, wenn sie leer sind, sodass ich da wenig Inventarmanagement betreiben muss. Interessant ist darüber hinaus, dass es in Path of Exile kein Gold gibt, stattdessen tausche ich meine hart verdienten Helme und Brustpanzer gegen spezifische Materialien, mit denen ich mir nützliche Dinge wie Portalrollen, Umwandlungssphären zum Ändern meiner Sockelfarben und viele andere wertvolle Gegenstände craften kann. Außerdem kann ich diese Rohstoffe auch bei Händlern direkt gegen Rüstungen oder Waffen eintauschen. Wenn ich einen Gegenstand nicht verticken, aber auch nicht im notorisch knappen Inventar herumtragen will, steht mir eine üppige, personalisierte Truhe im Lager zur Verfügung. Der vielleicht größte Schwachpunkt des Spiels ist die Story. Die erzählt sich nämlich ätzenderweise überwiegend via Textboxen, die quälend langsam automatisch den Text runterscrollen lassen. Dadurch hat man entweder die Wahl, ewig zu warten, da man deutlich schneller liest, als der Text voranschreitet, oder aber das ganze Ding komplett zu skippen, wodurch der Text sofort verschwindet und man leider gar nichts mitbekommt. Wenn man möchte, dass der Spieler die narrativen Inhalte der Welt auch tatsächlich wahrnimmt, hätte man das wesentlich besser lösen müssen. Hinsichtlich der Inszenierung seiner Geschichte kann Path of Exile mit den großen Konkurrenten seines Genres leider nicht im Ansatz mithalten. Dafür bekomme ich als Spieler aber eine regelrechte Flut an Content in Form der Challenge Leaks. Das sind immer mal wieder wechselnde Spielinhalte bzw. Spielmodi, die dem trockenen Prügel für Loot-Rhythmus eine schöne Abwechslung hinzufügen. So gab es zuletzt unter anderem eine Bestienjagd, bei der die Spieler die regulären Monster mit Netzen fangen konnten, als wären es gottverdammte Taschenmonster. Mit den gesammelten Shiggies konnte man dann im Anschluss nützliche Items craften oder modifizieren. Die Bestienjagd ist nur ein Beispiel für die Palette an coolen und kreativen Spielideen, die regelmäßig umgesetzt werden. Und auch innerhalb der klassischen Dungeons warten ständig spezielle Events darauf, vom Spieler aktiviert zu werden. Hier muss ich zum Beispiel eine Reliquie beschützen. Da es mir offenbar gelungen ist, die Bastarde zu zerschmettern, als gäbe es keinen Morgen, den Questtext hätte auch ich schreiben können, steigt mein Ansehen beim NPC und der Loot ist mein. Auch eine PvP-Funktion ist vorhanden, allerdings kann es gerade im Low-Level-Bereich natürlich einiges an Zeit in Anspruch nehmen, um ein Match zu finden. Zudem ist PvP-Balancing nur so bedingt vorhanden, sodass diese Option eher für erfahrenere Spieler relevant sein dürfte. Es empfiehlt sich darüber hinaus, einer dezidierten PvP-Gilde beizutreten, wenn man regelmäßig und vernünftig organisiert gegen andere Spieler antreten möchte. Sehr gefreut habe ich mich darüber, dass es in Path of Exile auch Player-Housing gibt, man also seine eigene kleine Base einrichten und individualisieren kann. Sobald man seinen Ruf bei einem der 7 Master-NPCs, die zufällig in der Welt auftauchen und großzügig Missionen verteilen, als hätte man sonst nichts zu tun, auf Level 3 gebracht hat, steht das eigene Hideout zur Verfügung. Dieses kann man dann individuell designen und dekorieren, außerdem kann man dort bei den NPCs tägliche Quests annehmen, craften oder Spieler zu sich in die unaufgeräumte Bude einladen. Zuletzt eine Bemerkung zum Bezahlmodell. Path of Exile ist, wie eingangs erwähnt, ein Free-to-Play-Titel. In 49 von 50 Fällen bedeutet das, dass man als armer Schlucker irgendwie immer hinterherhinkt und den Staub derer frisst, die zu den Kreditkartenwedlern gehören. Glücklicherweise ist Path of Exile der 50. Fall. Das Spiel ist regelrecht bekannt dafür, eines der fairsten Free-to-Play-Modelle in der weiten Welt der Videospiele zu haben. Zwar gibt es durchaus einen Ingame-Shop, denn irgendwie muss sich das Spiel ja finanzieren, allerdings findet man hier abgesehen von mehr Truhenplätzen lediglich kosmetische Items wie Waffenskins, farbige Fußspuren oder leuchtende Flügel. Für einen Free-to-Play-Titel ist das das absolute Wunschszenario und somit auch überaus unterstützenswert, wenn man da länger am Ball bleiben sollte. Insgesamt lässt sich festhalten, dass es wahrlich nicht so wahnsinnig viele Gründe gibt, Path of Exile nicht jedem zu empfehlen, der Interesse an diesem Genre hat. Letzteres ist allerdings schon Voraussetzung für eine gute Zeit mit dem Spiel, denn natürlich erwartet den Spieler der bekannte Kreislauf. Töte Monster für besseren Loot, womit du bessere Monster töten kannst für noch besseren Loot und so weiter. Der Reiz des Spiels entfaltet sich vor allem dank des tollen Fähigkeitensystems, der Atmosphäre, der üppigen Spielinhalte und nicht zuletzt auch dank des Bezahlmodells. Wie immer in diesem Format habe ich auch hier nur an der Oberfläche gekratzt. Wer so richtig tief in das Spiel eintaucht, wird noch deutlich mehr Content und Komplexität entdecken. Dabei hilft eine Community, die zu Recht den Ruf hat, sehr hilfsbereit und freundlich zu Neulingen zu sein.
Ach ja, vielleicht noch eine letzte abschließende Bemerkung zum Thema Schwierigkeit. Das Spiel startet recht seicht, wird aber im späteren Verlauf erwartungsgemäß überaus knackig. Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass man aufgrund eines krassen, früh gefundenen Gegenstandes, wie diesem Gliedspalter, Holzspalter, ein wundervoller Name, etwas overpowered ist. Es empfiehlt sich dann, den von mir sogenannten Sprunghieb-Test zu machen. Schaffe ich es, die Gegnerhorden nur mit meiner Fähigkeit Sprunghieb niederzumetzeln? Das sieht dann ungefähr so aus. Vielleicht war ich ein bisschen OP.